Heute möchte ich Ihnen etwas zum Bauchaortenaneurysma erzählen. Hier sehen wir so eine Angiografie von einem Patienten, der hier das entsprechende Aneurysma hat. Während man früher bis in die 90er Jahre das Bauchaortenaneurysma offen ausschalten musste, das heißt über einen großen Längsschnitt am Bauch eine offene Operation durchführen, kann man heute, und das machen wir schon sehr routinemäßig und seit vielen Jahren, über kleine Schnitte in den Leisten das Aneurysma mit einer sogenannten Endoprothese kann man das ausschalten. Wenn wir bei unseren Patienten feststellen, dass das Aneurysma ausgeschaltet werden muss, weil es die vorgegebenen Maße deutlich überschreitet und Studien belegt eine erhöhte Rupturgefahr, das heißt, dass das Aneurysma reißt und der Patient verblutet, besteht, dann machen wir das über die Zugänge in den Leisten. Auf die Art und Weise ist dann das Bauchaortenaneurysma ausgeschaltet. Sie sehen hier skizzenhaft die Aorta zum besseren Verständnis aufgeschnitten. Die Aortenendoprothese ist bereits zusammengesteckt. Sie wurde knapp unterhalb der Abgänge der Nierenarterie freigesetzt. Beide Seiten sind versorgt und beide inneren Beckenarterien sind hier offen, sodass auch da die Durchblutung gewährleistet ist. Dieser Patient wird dann postoperativ Leistenpulse haben und das Bauchaortenaneurysma ist hier druckdicht ausgeschaltet. Wichtig ist natürlich, dass die Nierenarterien hier frei sind und die Nierenarterien weiter gut durchblutet sind, ebenso wie die inneren Beckenarterien und die äußeren Beckenarterien. Hier geht es zum Leistenband und eben die komplette Beinversorgung passiert über die Beckenarterien. Jetzt haben wir hier das ausgeschaltete Bauchaortenaneurysma. Sie sehen nur noch das Kontrastmittel in der Aortenendoprothese, die eine hohe Gabelung aufweist, um hier unten eine Knickbildung zu vermeiden. Und das Aneurysma, das ist wirklich dasselbe Bild. Das Aneurysma, das hier vorher bestanden hat, ist hier komplett ausgeschaltet und das Blut läuft nur noch in der Aortenendoprothese und die Beckenarterien sind frei und eben auch die Nierenarterien. Wir machen direkt auf dem OP-Tisch zum Schluss eine Kontrolle. In der Regel sitzt die Endoprothese perfekt, weil wir eine sehr hohe Abbildungsqualität mit unserer Hochleistungs-Angio-Röntgenanlage erreichen können. Im weiteren Verlauf können wir bei unseren Patienten die Kontrolluntersuchung zeitlich auch viel weiter wählen, weil wir feststellen im Jahresabstand beispielsweise, dass das Bauchaortenaneurysma um die Endoprothese schon geschrumpft ist und wir damit sicher sagen können, dass das Aneurysma keine Gefahr mehr darstellt.